Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer weiteren Folge Trainerkarriere mit Borussia Dortmund. Ich habe euch ja in der letzten Folge gefragt gehabt, welchen Offensivspieler wir uns holen könnten. In den Kommentaren stand Ødegaard, Oscar und so weiter, Götze, aber auf Götze habe ich keine Lust. Und ich denke mal, dass Götze auch nicht zurück zum BVB kommen wird. Oscar, den wollte ich mal nachschauen. Oscar, 24 Jahre alt und Ødegaard müsste 17 oder 16 sein. Martin Ødegaard, 17 Jahre alt. Anfrage zu ihm. Und dann noch Oscar. Oscar, aber ich denke mal, der wird viel zu teuer sein für uns. Zack, Oscar. Natürlich ein richtig guter Mann hier. 86, insgesamt 84er. Also, der wird auf jeden Fall abgehen, wenn wir ihn bekommen würden. Aber ich gehe jetzt erstmal hier rein in die nächste Partie, nämlich gegen Gladbach. Und ich freue mich schon sowas von drauf, weil Aubameyang wieder spielen kann. Er hat zwar gesagt, er ist noch ein bisschen angeschlagen und das Verletzungsangebot wäre, ist noch da. 2,5 Millionen, Oscar 69 Millionen. Und wir haben erstmal Kurzuma willkommen, annehmen. Haben wir jetzt noch 2,3 Millionen. Das heißt, wir könnten uns wirklich Martin Ødegaard kaufen. Bieten wir mal 1,5 Millionen und vielleicht haben wir ja noch einen Spieler, den wir nicht brauchen oder so. Sauerland. Wir probieren es einfach mal mit Sauerland und bieten dann aber 2 Millionen. Weil wir haben halt nicht mehr und das ist ein bisschen schade. Aber ist es ein Heimspiel gegen Gladbach? Nee, Gastlar. Und das erste Spiel auch mit John Anthony Brooks in der Innenverteidigung. Kurzuma auch da. Kommt gleich auf die Ersatzbank für Bojan. Und dann gehe ich hier mal rein in die Partie. Borussia Mönchengladbach, auf welchem Tabellenplatz stehen die Lümmel? Auf dem dritten. Ja, aber mit 9 Punkten Rückstand auf uns, beziehungsweise ebenfalls auch auf Bayern, weil wir haben gleich viele Punkte, 41. Und wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Weltklasse natürlich immer noch eingestellt, 5 Minuten Halbzeitpause. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei der ersten Szene. Oh nein, wieder im Schnee. Ich hasse es, im Schnee zu spielen. Ich hasse es, im Schnee zu spielen, aber ich liebe es, mit Aubameyang zu spielen. Endlich wieder da. Er ist endlich wieder da und da. Ist er gleich mal im Ballbesitz und holt dir. Nein, holt keine Ecke raus. No, Oscar Wendt hält den Ball hier noch im Spiel. Da kommt die Flanke und Roman Bürki hat ihn. Und jetzt müssen wir schnell nach vorne spielen. Über Lukaku, Reus, Aubameyang. An der Seite kommt keiner mit. Müssen wir in die Mitte ziehen, müssen wir das Tempo rausnehmen. Und das ist ein Fehler, der so nicht passieren darf. Granit Xhaka. Schön jetzt Lukaku, weiter auf Marco Reus. Der hat da enorm viel Platz. Marco Reus geht, das müsste das 1:0 sein. Marco Reus macht es nicht rein. Och man, Jan Sommer im Kasten, hält die Pille fest, beziehungsweise, ja, hält ihn zumindest. Zwar nicht fest, aber ihr wisst schon, was ich meine. Manometer, och. So, Erik Dom, Shinji Kagawa, jetzt vielleicht nochmal ein Angriff in der ersten Halbzeit. Lukaku weiter auf, schön. Auf Aubameyang und jetzt muss die Flanke kommen auf Marco Reus, da kommt sie, Marco Reus, Junge. Was für ein Spielzug. 44. Spielminute, Marco Reus mit dem 1:0, nice. Sauber, sauber, sauber. Und jetzt gleich so weitermachen, gleich das 2:0 hinterher. Bloß nichts anbrennen lassen, weil das haben wir ja schon öfters gesehen.
gerade in der Karriere 1:0 gemacht und haben wir gleich das 1:1 kassiert. Und hier der gute Versuch von Lars Stindl, vielleicht, ich weiß nicht, wer das war. Aber ich glaube schon, dass er es gewesen ist, Mkhitaryan. Und da pfeift der Schiedsrichter hier zur Halbzeitpause. Und ich weiß nicht, ob ich Aubameyang auswechseln soll, weil er hat ja gesagt gehabt, dass er noch nicht zu 1000% oder zu 100% fit ist und eine Verletzungsgefahr doch noch bestehen könnte. Aber ich lasse ihn mal so bis zur 70. drauf und dann kommt Gallardo, unser Jugendspieler. Oder Ramos. Mal gucken. Aber jetzt muss nur noch eine gute Flanke kommen. Aubameyang steht da bereit. Aubameyang köpft schon wieder vorbei. Zentimeter haben da gefehlt. Mann, der ist nicht mehr in so einer Form, wie er es vor seiner Verletzung war. Ist ja auch verständlich. Er muss erst wieder reinkommen. Lukaku, Reus, Flanke auf Aubameyang und den versucht er mit dem Rücken reinzumachen, oder wie? Oh, Hermann ist schnell. Könnte die Flanke hineinschlagen, da ist sie. Und zum Glück klären wir. Und es war auch abseits. Ja, schön gesehen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein 2:0 oben draufpacken. Und ich wechsle jetzt erstmal schon die 76. Spielminute hier Aubameyang raus. Dafür kommt Ramos und Kurt Zuma kommt mal für Hummels, würde ich sagen. Dann ist Gündogan der Kapitän, passt. Und Januzaj für Kagawa. Dann haben wir drei neue auf dem Spielfeld. Ramos, Kurt, Zuma und... hier. Januzaj. Ja, jawohl. Schlusspfiff, 1:0 haben wir gewonnen. Knappes Ergebnis, aber Sieg ist Sieg. Drei Punkte sind drei Punkte. Vier Schüsse haben wir aufs Tor. Die Gladbacher ein Schuss aufs Tor. Also geht der Sieg auf jeden Fall zurecht. In Ordnung oder keine Ahnung, wie auch immer. Keine Spiele am Freitag noch gewesen. Es gibt ja nur immer ein Freitagsspiel in der Bundesliga. Das heißt, wir müssen hoffen, dass die Münchner verlieren. Nordirland nämlich nicht an. Ich nehme gar keine Nationaltrainer-Posten-Kacke an. Manchester City hofft, Müller bald zu verpflichten. Also wenn Man City Müller abkauft, dann weiß ich nicht, wen Bayern denn holen kann oder soll oder muss oder wie auch immer. Und wir haben Martin Ødegaard bekommen. So, der bekommt erstmal hier schöne 15.000. Wird Rotationsspieler oder künftiger Stammspieler? Rotationsspieler, sage ich einfach mal. Der wird ab und zu mal so für Reus eingewechselt werden oder für Mkhitaryan oder so. Und wir simulieren jetzt einfach mal zum nächsten Spieltag und Martin Ødegaard hat angenommen, perfecto Matico, 17 Jahre alt und dann trainieren wir jetzt alle nochmal und dann gibt es in der nächsten Folge das Spiel und Bayern hat gewonnen, das Spiel gegen Ingolstadt. Aber erstmal hier alle trainieren, wie gesagt, so im Sturm Lukaku mit Fernschüssen. Flügelspieler, Mittelfeldspieler Martin Ødegaard, ein 17-Jähriger. Ich hoffe mal, der macht das schnell, dass er auf die 70 kommt. Dann noch John Anthony Burks und Kurt Zuma. Die beide werden wir immer trainieren. Und zwei junge, gute Innenverteidiger. Zack, Kurt Zuma. Der hat dann echt jetzt eine richtig schwere Verletzung. Also... wer schwache Nerven hat, guckt sich das Foul nicht an. Oder die Verletzung, besser gesagt. Außenverteidiger. Ja, dann nehmen wir nochmal Erik Durm mit ins Training. Hier mit einer schweren Übung. Und dann alles simulieren. Und mal gucken. Durchsetzen. B. Ja, Kurt. Zuma. Ja, naja. Die werde ich halt einfach immer die 5 trainieren. Mal gucken, wie es so passt. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier noch einmal nach vorne simulieren. Und dann war es das für heute. England, National Paraguay, Transferangebot für Marco Reus. 67 Millionen von Bayern.
Nee, wir können Marco Reus nicht verkaufen, Leute. Wir haben hier eine Trainerkarriere mit Dortmund und da dürfen wir einfach Reus nicht verkaufen. Ist einfach so. Und Lukaku erst recht nicht, den ich ja erst zu Beginn der Karriere geholt hatte. Ja, und dann war's das für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. In der nächsten Folge gibt's dann das Spiel gegen Ingolstadt. Wenn das so ist, würde ich mich, wie gesagt, über ein paar Däumchen nach oben freuen. Dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Haut da rein!